heute drin eine Schulter. Ich fange schon an mit Drückübungen. Sonst, also ich mache immer einen Wechsel, mal seitlich, also Seithebeübung oder an der Maschine. Und dann zum Schluss Drückübung, muss ich immer wechseln. Ein Aufstocksatz. 16 Wiederholungen, 8 Wiederholungen, 4. Das Gewicht wird jeweils gesteigert. Nächste ist dann ein exzentrischer Satz. Das heißt, 5 Wiederholungen negativ, also ablassen. Und dann noch 5 hinterher. 70%, also von 170 Kilo. Nicht machen, nachmachen in der Schule oder zu Hause. Also wirklich 5 Sekunden, ne? 1, 2, 3, 5. Also 4 Sätze gemacht. Ein Aufstocksatz, einen normalen schweren, einen exzentrischen, einen konzentrischen. Jetzt mache ich hier 2 normale und dann einfach einen reduzieren. Haben wir dann 7 Drückübungen, 7 Sätze Drückbewegung gemacht. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ja. Ist für mich immer hier ein bisschen ist für mich immer ein bisschen eng hier drinne. Ich habe immer einige Fragen, ob ich noch Muskelkater habe oder
Schmerzen, ja klar, immer. Also diese Hypertrophie, die tut halt weh. Wenn die nicht ist, dann... Also es ist schmerzhaft. Jetzt nicht, dass die Gelenke wehtun, einfach von der Muskulatur, vom Pump. Ja gut, mit dem Muskelkater, das ist das eine, aber ich sag mal, das während des Trainings, und das ist halt das, was viele nicht können, deswegen machen die sowas nicht mit diesem Aufstocksatz, Reduktionssatz, die machen halt immer ihr normales Training und schon gar nicht bei Beinen oder so, weil da ist es dann am ekelhaften, fehlt dann noch die Luft, ne? Weil du brauchst deinen ganzen Körper und deswegen können das manche nicht. Manche machen es ganz gut, aber halt das ständig zu machen, immer diesen Schmerz, immer dieses, die einen finden es geil, die anderen sagen, du bist so blöde. Dann schon so, dass dann die Schmerzen so sind, dass dann das Nervensystem schon streikt. Ich soll einfach die Arme nicht mehr hoch. So machst du das immer. Also mal. Mache ich dann noch mit Kurzhanteln, dann lasse ich die Übung weg. Hau dich schon schön dünn hier. In dem oberen Bereich, so hier, nicht so hier komplett. Ja, du musst, es ist wie, es gibt ja diesen 21er bei Bizeps, wo du nur oben machst, dann nur unten und dann komplett. Mal gucken, ob das jetzt nicht zu schwer ist. Gemacht mit 30, 35 Kilo, aber muss halt dann anders trainieren später. Ne? Auch kein Bankdrücken mehr, gehen ins Training, da legt 200 Kilo auf oder so. Das geht halt nicht mehr. Jetzt macht man halt viele Kabelübungen und Drückübungen erst zum Schluss wegen der Verletzung. Das ist halt so. Man hat deswegen keine Einbußen. Aber es ist halt immer so das Denken. Ja. Ein bisschen leichter gemacht. Also ich vor dem Training, ich nehme 10 Gramm BCAA, 10 Gramm EAA, 5 Gramm Glutamin, 5 Gramm Arginin, dieses BAM und dann nochmal 5 Gramm Glucosamin oder
was es an Knochenschutz oder Gelenkschutz gibt. Und später dann noch Fettburner und L-Garnitin, aber erst ab der 8. Woche, weil mit den Sachen halt kann man halt sehr schlecht schlafen. Oder man nimmt es halt früh. Ja, man muss halt dann, wenn man die Möglichkeit hat, am besten früh nehmen. Also abends 5 Uhr. Bei mir nicht, bin da sehr empfindlich, kann sehr schlecht schlafen. Und der Schlaf ist ja genauso wichtig wie Training und Supplementierung. Also kann man, wenn man das eine verbessert, dann das andere wieder verschlechtern. Das ist eine meiner Lieblingsübungen, Kabelzug über Kreuz. Warum? Weil beim Kabel hast du halt den Zug von Anfang. Bei das Kurzhantel, da kommt es erst hier. Hier so. Aber beim Kabel hast du es von unten raus. Also ich trainiere die Schultern separat, weil halt einfach es wird sonst zu viel, wenn du 7 Übungen für die Schulter machst. Klar, jetzt ist es auch nicht optimal, einen Tag davor zu machen, aber es ging halt nun mal jetzt die Woche nicht anders. Also wenn ich jetzt mal den Montag Schulter mache, dann versuche ich halt erst Mittwoch oder so hinter Schulter zu machen, damit es dann wieder ein bisschen Ruhe hat. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Natürlich kann man jetzt noch so machen, aber durch diese Übung hier mit dem Frontdrücken, da ist die vordere eh schon so dicht. Da muss man jetzt nicht noch extra was machen. Jetzt mache ich hier nochmal so einen kompletten SST-Satz, also kein SST7, sondern SST-Satz. Ich mache das jetzt mal vor. Das sind 8 oder 10 Wiederholungen normal. Dann 5 exzentrisch, dann noch 5 konzentrisch und dann nochmal 5 normale Wiederholungen. Siehst du, das haben wir gemacht in 40 Minuten. So muss es sein. 40 Minuten. 5 Übungen.